hier lokal gesessen. Also nicht so wie im Mittelalter, dass man aus einem Dorf nicht rausgekommen ist. Das meiste, was heute überliefert ist aus der Altsteinzeit, ist wirklich nur, sind Steingeräte. Ganz wenige organische Stoffe wie Knochen, Elfenbein und Holz dürfte absolute Mangelware sein. Ja, es gibt einen 10.000 Jahre alten Bogenfund vom sogenannten Holmgard-Bogen. Also man weiß, vor 10.000 Jahren gab es Pfeil und Bogen. Man geht da im Prinzip davon aus, Pfeil und Bogen wurde vor ungefähr 13.000 Jahren entwickelt. Was ich mit Ihnen oder euch heute mache, ist hier das Speerschotter schießen. Das ist eine Waffe, die auf jeden Fall schon vor 18.000 Jahren existierte, vielleicht auch älter. So, genau, Steine, vor allem Steine. Ja, und das beliebteste Material ist natürlich der Feuerstein. Na, deswegen auch Kindersendungen wie Fred Feuerstein, ja, kennt ihr bestimmt, oder? Ich bin damit groß geworden, Fred Feuerstein. Nee? Echt nicht? Okay. Und die Prinzessin Lillifee. So. So, und was wir hier haben, ist jetzt zum Beispiel, das gebe ich auch gerne mal rum, als, ja, gerne auch hier das. Das ist in der Nähe von Les Essis, das haben wir damals mitgenommen, beim Straßenbau stand das offen, am Hang war da so eine Bank mit Feuersteinen offen, das waren so Knollen, die auch teilweise so groß waren, aber die wollte ich jetzt nicht mitnehmen, aus diesem schwarzen Feuerstein. Les Essis ist in Südfrankreich und Les Essis ist eigentlich so die Hauptstadt der Altsteinzeit, sagt man. Das sind ganz viele Fundplätze, in dem Tal der Weser und da hat man ein schönes Museum mittlerweile hingebaut. Hat viel Tradition der Ort und unweit davon dieser Stein. So, wenn wir schon mal in Les Essis sind, wie gesagt, haben wir damals, ich war ja Student und habe an zwei Felskunst- und Höhlenkunst-Exkursionen teilgenommen. Und im Rahmen unseres Studiums haben wir uns natürlich für Feuerstein interessiert. Und da haben wir auch dieses gute Stück gefunden auf dem Lesesteinhaufen. Ja, das sieht ein bisschen anders aus, auch patinierter. Das müsste aber vom Rohmaterial vielleicht mal dasselbe gewesen sein. Wenn ich mir die Rinde angucke, ist es die gleiche Rinde, aber der ist natürlich total hell. Und das Spannende ist, hier sind Fossilien drin. Und ihr beiden da hinten, und du darfst gleich mal, ihr dürft mal raten, was für Fossilien das sind. Ja? Vielleicht erkennt ihr das. Ja, das ist einmal hier und einmal auf der anderen Seite. So, da guckt einmal was Helles raus, was Dreieckiges oder Kegelförmiges eher. Und dann etwas flacher auf der anderen Seite hier. Ja? Kommt mal her, genau. So, einmal das hier und hier das. So, das gebe ich jetzt auch mal rum. Ihr dürft damit anfangen, das euch anzugucken. Ja? So, Lesesteinhaufen heißt ja, die Bauern haben auf der Ackerfläche die Sachen ausgelesen und einfach weggeschmissen. Und ich fand das wegen den Fossilien so nett und habe das mitgenommen. So, das ist jetzt also Feuerstein aus Frankreich. Und dann haben wir hier einen Feuerstein. Der große hier zum Beispiel, oder das Anschauungsobjekt hier, was ich mal für die Schule gemacht habe, zu dem, was es überhaupt ist, das sage ich dann später, das ist euer baltischer Feuerstein. Ja, der kommt in Skandinavien vor. Den haben wir damals in Eckernförde gesammelt. Also alles eigentlich, was ich hier verbraten werde, ist aus Eckernförde. Und da haben wir damals an einem Workshop teilgenommen, den Harm Paulsen angeboten hat. Also Harm Paulsen sieht man auch regelmäßig im Fernsehen. Das ist so der Archäotechniker schlechthin in Deutschland, der wirklich Steingeräte herstellen kann. Und zwar die besten, besser als die Originalen, kann man sagen. Also der hat es wirklich drauf. Der hat seit seiner Kindheit angefangen, Steine zu bearbeiten. Und der ist wirklich groß damit geworden. Und da haben wir einen Workshop organisiert, den er dann da geleitet hat. Und bei der Gelegenheit haben wir die Autos vollgeladen und wussten nicht, was wir da mitgenommen haben. Also wir wussten schon, klar, baltischer Feuerstein, aber wir haben so viel Schrott mitgenommen und eigentlich fängt die Auslese vor Ort an, ja, gutes Material, schlechtes Material. Und wir haben einfach nur geguckt nach der Optik einfach und das war natürlich ein Fehler. Deswegen haben wir immer noch zeitlang viel Schrott gehabt. So, das gebe ich jetzt mal in die Richtung. Ja, ich kann das hier nochmal dranlegen. Ja, den habe ich gestern mal aufgeschlagen. Ja. Im Prinzip wird der Fachmann sagen, ja, das ist eine Klinge. Ist natürlich noch, der Fachmann nennt das Cortex, die Rinde. Ne? Eine Klinge, weil es doppelt so lang ist, wie breit ist. Aber damit kann man nichts anfangen, weil überall noch Rinde dran ist. Also damit wird der altsteinzeitliche Mensch nichts anfangen. Der wird das noch wieder wegschmeißen. Aber der ist gebrochen. Ja? Und das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn der Stein bricht. Ne? Dann ist da irgendwie noch eine Störung drin. So, und Störungen sind passieren zum Beispiel, wenn ich ganz häufig drauf haue mit dem Stein, ja, und Misserfolge habe, dann kann ich ihn eigentlich wegschmeißen. Also ich habe auch sehr viele Steine hier selbst kaputt gemacht. Es kann aber auch sein, dass der im Wasser lag, ja, Ostseeküste, und hin und her gerüttelt ist und deswegen schon Störungen besitzt und nicht ungestört ist. Sondern haue ich da drauf, dann zersplittert der. So. Und der Stein hier,
Der kommt aus Dommershausen. Und das ist das gleiche Material wie der Bobberter Fundplatz. Oder sehr, sehr, sehr wahrscheinlich das gleiche Material. Das ist ein grauer Tertiärquarzit. Ne? Tertiär, weil es in der geologischen Epoche des Tertiärs vor über 30 Millionen Jahren hergestellt worden ist, entstanden ist. Und zwar irgendwie im Grundwasserspiegel. Ne? Irgendwie gibt es dann Ausfällung von diesem Siliziumoxid und dann entsteht dieses Material. So ganz genau kann ich es geologisch nicht erklären. Ja? Aber im Grundwasserspiegelhorizont. Aber der kommt aus einer ehemaligen Grube, wo man Kies abgebaut hat, wo also mal der Rhein lang geflossen ist, der Urrhein in Anführungszeichen, oder meinetwegen die Urmosel, was auch immer hier oben lang geflossen ist. Und da habe ich den gefunden. Und interessanterweise gibt es eine Doktorarbeit, der deutsche Fundplätze mit aufgenommen hat. Und da ist Dommershausen auch mit erwähnt. Sonst wäre ich da gar nicht hellhörig geworden. Und dann habe ich geguckt, wo ist da diese Grube, die ist ja im Wald. Und dann habe ich auch relativ schnell dieses gute Stück gefunden. So, und wenn Sie mal genau hingucken, da sind kleine Quarzkörner eingeschlossen. Und das ist natürlich doof. Ja? Wenn ich jetzt hier den Stein bearbeiten würde, dann würde entlang dieser Quarzkörner mein Stein brechen. Und ich bekomme dann keine Klinge hergestellt, wie ich sie haben möchte. Unter Umständen, ja, wegen solchen Quarzkörnern. Nennt sich Cortex. So, der Steinbearbeiter, der jetzt Werkzeuge herstellen möchte. Das geht schon so in Richtung Blattspitze, aber ach, da darf ich nicht zu laut sagen, weil im Endeffekt ist es jetzt kein echtes Replikat eines Vorbildes. Das wird uns auch ein bisschen peinlich, wenn ich es so verkaufen würde. Aber wenn ich sowas herstellen möchte, dann würde ich von vornherein eher was Flaches suchen. Ja? Das war ein flaches Rohmaterial. Wie gesagt, sehen hier die Rinde und dort, da muss ich eigentlich nur die Ränder bearbeiten. Ja? Wenn ich jetzt aus so einer Knolle hier jetzt einen Faustkeil herstellen möchte, dann bin ich schon irgendwie dumm. Dann würde ich mir vorher sinnvolles Material suchen, wo ich mit weniger Arbeit habe. Ja. Ich hatte auch mal einen schönen Faustkeil hergestellt. Ist mir mal gelückt. Ist ein bisschen wie Lotto spielen. Ja. Ich muss ein paar Mal probieren damals und habe dann hier und dort auch mal einen Glückstreffer gelandet und schöne Artefakte hergestellt. Der harte Schlag, sagt man hier, mit Steinen auf den Feuerstein draufhauen. Das andere ist der weiche Schlag. Ne? Deswegen habe ich auch das Geweih gezeigt. Das ist dann hier mit dem Geweihschlägel. Aber ich glaube, da habe ich gefuscht. Das ist nämlich vom Dammhirsch. Und das ist nicht so gut vom Dammhirsch. Aber das ist zum Vorführen, denke ich mal, reicht das aus. So, und dann haben wir noch so ein Zwischenstück. Ja. Das ist dann auch der indirekte Schlag, aber auch mit einem weichen Zwischenstück. Da würde ich das hier so dran halten, ja, und so abschlagen. Und je nachdem, was für ein Material ich da nehme, entstehen auch unterschiedliche Schlagflächen. Also wenn ich einen Abschlag herstelle, dann sehen die Schlagflächen unterschiedlich aus. Und ich kann im Prinzip dem Steingerät dann auch ablesen, ist das mit einem harten Schlag hergestellt worden oder mit einem weichen Schlag. Also da kann ich dann schon auch Steingeräte so gesehen lesen. So, was dann noch möglich ist, ist natürlich, dass ich dann danach hier mit eine Klinge, sage ich mal, abdrücke, um vielleicht scharfe Kanten stumpf zu machen, ja, als Rücken. Gut, so, dann lege ich mal los. Ich muss mal überlegen, welchen Stein ich jetzt hier vorziehe. Ja. Ich kann es mal hier probieren. Ja, ich habe jetzt im Prinzip hier gestern einen Abschlag hergestellt. Jetzt habe ich hier, man sagt dazu Grat, ja, ein Grat. Und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt hier oben abschlage, dann wird er hier an der Stelle, die ich eben gezeigt habe, abbrechen. Der wird nicht tiefer gehen. Das wird nicht funktionieren. Also gehe ich hier schon mit dem Wissen hier ran, dass ich jetzt einen Abschlag herstelle, der ungefähr hier runter geht. So, wenn der jetzt nicht gestört ist, der Stein, dann gebe ich also durch den Grat die Richtung vor, wie mein Abschlag langläuft. Ja? Wenn keine Störung drin ist. Hier haben wir die Störung, hier bricht er wie gesagt ab. Das kann ich jetzt schon mal vorhersagen. So, jetzt habe ich hier oben die Schlagfläche. Normalerweise wird man jetzt hingehen und hier oben die scharfe Kante so ein bisschen anrubbeln, damit die mir nicht abbricht. Ja. Damit das Ganze ein bisschen Stabilität hat. So, und da ich ein Pinzchen bin, ziehe ich einen Handschuh an. Ich habe zwar auch Pflaster dabei. So. Ja, ist die Frage, lege ich ihn auf den Boden, dann ist der Untergrund ein bisschen härter oder hier oben hin, aber das ist ein bisschen angenehmer zum Schlagen. So, und dann muss ich hoffen, dass ich Zielwasser getrunken habe.
Feuer schon durch. Gebe nicht auf. So. Die Theorie habe ich erzählt, jetzt muss die Praxis folgen. Ja. So, theoretisch habe ich jetzt hier meinen Grat. Der Abschlag sollte, oder meine, ja doch, der Abschlag sollte sich jetzt hier an diesem Grat orientieren. Ja. Wie gesagt, es sei denn, der Stein ist gestört, dann bricht er wieder weg und zersplittert. Gut, das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal was. Das ist schon mal ganz okay. Gut. So, jetzt kann ich mich auch das, was ich in der Theorie erzählt habe, hier auch zeigen. Ja. Nämlich, dass mein Abschlag sich hier an dem Grat orientiert hat. Ja. Auch wenn er jetzt hier zur einen Seite ein bisschen ausgedünnt ist. So, das würde man auch Klinge nennen, weil es doppelt so lang ist wie breit. Das ist halt die Terminologie. Ja, aber wie eine Messerklinge sieht das nun wirklich nicht aus. Eher wie eine Spitze. Ja. So, jetzt könnte ich aus einer Klinge, ja, das ist im Jungpaläolithikum dann die sogenannte Grundform gewesen, aus der alle anderen Artefakte hergestellt worden sind. Ja, ob das jetzt Spitzen sind, Kratzer, Stichel, mit denen man ein Geweih bearbeitet hat. So, jetzt erkläre ich noch was zu den Merkmalen, die man an einem Stein erkennen kann. Also wenn ich jetzt als Archäologe sowas finde, kann ich das interpretieren. Ja. Und zwar, für manch einen mag es nur ein normaler Stein sein, aber ich habe hier einige Merkmale, die hilfreich sind, um den Stein zu bewerten. Ich kann sagen, wo ist die Schlagfläche, kann ich ablesen. Ich kann sagen, was ist die Fläche gewesen, die also am Kern dran war. Also das, was ich jetzt gerade weggeworfen habe, nennt man ja Kern. Und ich kann sagen, was eben die andere Fläche ist. Und ich kann auch sagen, in welche Richtung der Stein geschlagen worden ist, wenn die Schlagfläche nicht mehr existiert. So, und dafür werde ich Ihnen das Stück hier umgeben, mit der Gefahr, dass Sie schneiden. Ja, da müssen Sie einfach aufpassen. So, und zwar erstens habe ich hier oben den sogenannten Bulbus. Ja, das ist diese kleine Wölbung. Am besten mal, da kann man wirklich drüber gehen, ohne sich zu schneiden. Ja, ich kann auch mal rumgehen und das, da können Sie mal hier drüber gehen. Das ist der sogenannte Bulbus. Würde auch am besten mit dem linken Arm, wenn ich Rechtshänder bin, zur Zielscheibe zeigen. Ja, würde ausholen und dann werfe ich. Ja, und beim Werfen, ja, würde ich im Prinzip diese Bewegung hier machen. Ja, und wenn es hier im rechten Winkel ist, ja, dann macht im Prinzip der Speer dann den Abflug. Ja, und ich ziehe natürlich noch durch. So, soweit die Theorie, was das Werfen, die Technik angeht. Man muss im Prinzip mal ausprobieren. Ich würde Sie einfach darum bitten, ein bisschen aufzupassen. Die Gefiederung ist ein bisschen empfindlich, aber da muss man auch gar nicht, anpacken. Einfach, dass die Speerschleuder zwischen der Befiederung irgendwie zum Liegen kommt und das nicht berührt. Und dann kann auch eigentlich gar nichts mehr passieren mit der Befiederung. Die Waffe hier ist ungefähr 20.000 Jahre alt. Wurde also hier in Mitteleuropa vor 20.000 Jahren verwendet. Man findet die Speere eher weniger oder gar nicht. Man findet eher die Speerschleudern. Ja? Und zwar dann meistens aber hier dieses Stück. Das ist ein Kompositgerät, was zusammengesetzt ist aus dem Holzstück. Und dann oben, das ist Geweih, was da oben reingesetzt ist, der Haken. In der Altsteinzeit hat man sich durchaus die Mühe gemacht und hat hier wunderbare Tiere, wirklich Tiere modelliert aus Knochen oder Knochen in der Regel. Vielleicht auch Elfenbein, ich bin jetzt nicht ganz sicher bei der Speerschleuder. Auf jeden Fall aus Knochen Tiere graviert, zum Beispiel Pferde, glaube ich, waren dabei. Aber es gibt nicht viele komplett erhaltene Stücke. Ne? Das ist wirklich, das Fundmaterial ist sehr, sehr schlecht. Ja, und die ältesten Stücke sind, glaube ich, 18.000 Jahre alt ungefähr. Aber wenn man sich die Pfeilspitzen anguckt, die es so gibt, ja, in Gravettien die sogenannte Fond-Robert-Spitze, da kann man eigentlich davon ausgehen, die passt schon ganz gut zur Speerschleuder. Ja? Und es ist eigentlich nicht anzunehmen, dass sie jetzt vor 20.000 Jahren nur den Speer hatten, ja? Ohne die Speerschleuder oder vor über 20.000. Also die Spitzen, die man hat, die passen schon ganz gut zur Speerschleuder. Man kann also Vermutungen anstellen, dass die Waffe auch älter ist. Und die Aborigines hatten die zum Beispiel die Waffe und ich glaube auch, in Südamerika gab es sie auch. Es gab schon einige Kulturen, die Speerschleuder kannten. Was ist das jetzt für Holz? Ich denke, das ist auch Baumarktholz, ja?
Also das ist so, tatsächlich, das habe ich hier bei Johann Tinnes in Köln gekauft. Der ist Prähistoriker und verdient seinen Lebensunterhalt auch unter anderem mit Bogenbauseminaren und mit Replikaten für Museen, aber auch für den privaten Bedarf. Und da habe ich, wenn ich das glaube ich 7 oder 8 Jahre her, habe ich das mal gekauft. Das ist eine Speerschleuder und 6 Speere. Den einen Speer habe ich nicht mitgenommen, weil der oben leider eine Feder kaputt gegangen ist. Das muss ich immer verkleben. Gut. Ja, normalerweise die optimale Weite, sag ich mal. Wir können ein bisschen näher rangehen, aber sind vielleicht schon 20 Meter. Man kann natürlich auch viel, viel weiter mit werfen. Also das ist eine typische Waffe für das Eiszeitalter. An so einen Elefanten konnte man ohne Probleme rankommen. Ja, der hatte keine Angst vor Menschen gehabt, oder Mammut damals besser gesagt. Und der Speer hat auf jeden Fall eine ordentliche Durchschlagskraft, mehr als ein Pfeil. Ja, ein Pfeil geht halt ein Blatt, da passiert vielleicht ein glatter Durchschuss. Ob der so ein Mammut richtig verletzt, da muss man auch richtig treffen. Der hat hier ein bisschen mehr Wumms. Ja, und kann mehr kaputt machen, vor allem weil die Pfeilspitzen dann auch größer sind. Hier sind keine Pfeilspitzen, das ist jetzt nur Holz pur, aber mit einer kleinen Bindung, um das anzutäuschen, um zu sehen, wie sowas dann vielleicht auch ausgesehen haben kann. Ihr könnt jetzt auch einen Knocheneinsatz drin sein als Pfeilspitze oder einen Steineinsatz. Es gibt die sogenannten Lauscherspitzen, das sind dann Beweisspitzen, die so lang sind oder länger. Und ja, die könnten vielleicht auch zur Speerschleuder passen. Ja, die hat man zum Beispiel auch im Lahntal gefunden in den Höhlen, die heute nicht mehr existieren. Gott, ich habe vergessen, wie die Höhlen heißen. Ja, aber wir haben ja einige Höhlen im Kalkstein gehabt im Lahntal. Die sind im Rahmen des Bergabbaus alle kaputt gegangen im Kalkabbau. So wie in Stromberg halt der Hunsfels. Ne? Da war allerdings nichts altsteinzeitlich, aber jungsteinzeitliche Funde und ein eisenzeitliches Doppelgrab. Das ist gar nicht so weit weg von hier, Stromberg. Gut, so, ich mache mal die erste Vorführung und dann sind Sie dran. Ich würde vorschlagen, zum Anfang vielleicht jeder 3 Schuss. Ja. Und wie gesagt, Sie können nachher auch ein bisschen näher rangehen. Vor allem ihr dürft näher ran, ne? Das wäre glaube ich unfair. So, dann stellt sich am besten zur Seite. Ja. Am besten die linke Hand auf das Ziel, wo man hinschießen möchte, zeigen. So ein bisschen ausholen und dann wirklich auch diese Ausholbewegung einfach durchziehen. Ne? Ja, beim Steinschlagen habe ich eben auch ein bisschen Angst gehabt und der Schuss geht nach hinten los, dann passiert nichts. Wenn man Angst hat und zurückzieht, dann macht man vieles falsch. Gut, war schon mal ganz gut am Anfang, aber jetzt sind Sie dran. Wenn ich jetzt Feuer mache, dann brauche ich erstmal Sachen, die sehr schnell Feuer fangen. Ja, und man sieht das eh nichts, weil es zu hell ist. Ja? Aber im Prinzip würde man jetzt mit dem Markasit, und das ist eben Pyrit, und mit Pyrit, der zerspringt, damit wird das nicht funktionieren, ja, würde man jetzt feine Späne abschlagen. Zugegeben, der Feuerstein ist auch nicht jetzt präpariert dafür, ne? Deswegen geht er auch gerade kaputt. Ja? So, und ich hau dagegen. Es schlagen sich feine Späne ab, die durch den Schlag jetzt erhitzt werden und anfangen zu glühen. Das kann man auch beobachten, wenn man 2 Steine aneinander schlägt. Ja, da gibt es auch kurz Funken. Ja, das haben wir als Kinder gemacht, sind in eine dunkle Garage gegangen, haben Steine aneinander geschlagen und uns gefreut, dass es Funken gab. Nur die Steine, wenn die anfangen zu glühen, sind die direkt wieder verglüht. Ja, während Eisen, ja, oder Pyrit ist jetzt kein Eisen, aber ist eisenähnlich, dass diese Eisenspäne, die halten länger die Glut. So, jetzt muss ich das aber machen über Zunder. So, und den Zunder habe ich auch hier dabei. Die Tüte kann ich auch gerne mal gleich rumgeben. Das ist jetzt kleingemahlener Zunder aus dem Zunderpilz. Den Pilz, den ich rumgegeben habe, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Zunderpilz ist. Da bin ich zu wenig Biologe. Wenn ihn jetzt jeder gesehen hat. Na, im Prinzip, der Zunderpilz ist halt eben ein Vielfaches groß. So, das hier hat die Eigenschaft, dieses kleingemahlene Zunderzeugs, und ist auch nicht präpariert oder sowas. Viele auf Mittelaltermärkten wird das präpariert mit irgendeinem Gedönse, damit das halt schneller die Funken einfängt. Aber das muss eigentlich meines Erachtens nicht sein. Das hält sehr lange die Glut und das geht nicht direkt aus. Wenn hier mal die Glut draufgefallen ist, dann habe ich da auch, je nachdem wie groß das ist, was ich hier habe, dann auch mehrere Minuten Spaß damit und kann mit aller Ruhe das Vorbereiten, ein Feuer zu machen. So, und man sieht das häufig und das ist auch echt so ein bisschen posermäßig. Das sieht toll aus, wenn man so ein kleines Nest baut aus Holzwolle und Pipapo und das so anpustet. Das mache ich auch, wenn es nachher gelingt, das mit dem Feuer mit dem Blut erstellen, weil es einfach toll aussieht.
Ja, ob das in der Altsteinzeit so gemacht worden ist oder in späteren Epochen, das möchte ich mal bezweifeln. Ja, die werden das schon auf dem Boden irgendwie dann angemacht haben. Ja, es gibt in der Natur zum Beispiel Pflanzen mit so hohen Stäben. Ja, haben wir bei uns auch im Bach, am Bachbett. Und da werden die jetzt wahrscheinlich so angepustet haben, vermutlich. Aber wenn ich das am Boden mache, dann sieht das nicht so toll aus. Ja, ich muss mich ein bisschen dabei verbrennen und die Funken müssen fliegen. Ich mache dann mehr her. Ja, genau, ich wollte das umgehen. Ja. So, ich hänge hier gleich den Bohrer rein. Ja. Ich habe hier ein Gegenlager. So. Und es wird nachher ordentlich quietschen. Ich will da auch kein Fett reinmachen, das ist für die Schmiererei. Und ich habe das auch nicht jetzt großartig angespitzt, dann wird das vielleicht nicht so quietschen. Naja, das müssen wir mal gucken. Ne, das schon mal gar nicht. Da auch nicht. Ich bleib bei denen, die ich zuerst hatte. Gut, das sieht dann nachher so aus, dass ich hier in das Brett, ich mache das gleich noch alles auf dem Boden. Ja. Ich werde hier eine Unterlage drunter legen, lege das Brett drauf, werde hier ein bisschen Zunder hinlegen. So, und dann wird hier fleißig gebohrt. Und das sind die Reibungshitze, ja, die dann dafür sorgt, dass es richtig heiß wird. Und wenn ihr mal hier mit den Händen ganz doll reibt, ja, wird es auch schon warm. Ne? Machen ja viele Menschen, wenn sie frieren. So, nur das mit dem Unterschied, dass es hier mehrere hundert Grad heiß wird, damit überhaupt hier Glut entstehen kann. Es wird zuerst ein bisschen glühen und dann hoffe ich, dass Glut entsteht. So, und wenn man sowas nachmachen möchte, also dieses Holz, was ich hier habe, ist aus dem Baumarkt. Ist natürlich auch ein bisschen gefuscht heute, ja? Aber ich bin ja auch kein Steinzeitmensch. Ja? Ein bisschen fuschen darf hier auch sein. Aber im Prinzip, wenn man sich im Fichtenwald ein bisschen umguckt, da wachsen manchmal sehr gerade Ästchen raus. Die könnte man eigentlich auch nehmen. So, das ist hier Efeu und das Holz, was ich unten hinlege, ist härter als das, was ich hier für oben nehme. Weil ich möchte eigentlich, dass das hier länger erhalten bleibt als diese Stange hier. Weil die, wie gesagt, kann man schnell nachkaufen oder auch nachmachen irgendwie im Wald. Klar, die wird immer kürzer, ne? Das sieht man hier. Ja, die waren alle mal ein bisschen länger. Wird mit der Zeit dann auch kürzer. So, also das ist weicher, das ist härter. Und die Vorbereitung wäre die, dass ich ein kleines Loch da reinmache. Ja, und dann würde ich das vielleicht ein bisschen anbohren, damit ich ungefähr weiß, wie mein Loch nachher aussieht, was ich bohren werde. Und dann schneide ich da V-förmig eine kleine Kerbe rein. Habt ihr eine Idee, wofür die Kerbe ist? Luft reinkommt. Hast du eine Idee? Nee? Jetzt komme ich hier so lehrermäßig. Ne? Okay, ich lasse es. So, das ist, mache ich, damit hier nachher dann mein Mehl, was ich dann hier erzeuge durch das Reiben und was anfängt zu glühen, dann darunter fallen kann. Und das fällt dann darunter auf mein Zunder. So, denn das Mehl, jo, das hält auch eine gewisse Zeit die Glut, aber irgendwann ist das auch weg und der Zunder fängt das schneller, fängt das dann nachhaltiger an. Das glüht dann länger. So. So sieht das Nest aus, genau. Das ist jetzt der feine Wasserfall. Schilfzeug. Ach, vom Schilf, der Binsen da oben. Binsen, ja genau, das war Binsen. Das Binsen. Ja. Schilfbinsen oben. Richtig. Der Kolben. Die Kolben, ja. Richtig. Ja. Okay, richtig. Gut. Ich glaube, das ist das Alte Testament Moses. So, ich glaube, das sollte ausreichen. So optimal ist es hier auch nicht. Das ist alles zu klein. Ja, da sitzen sie aber auch. Ich glaube, ich muss mal kurz rumgehen. Hier ist einigermaßen eben. Das ist der Innenraum. Ja, das ist hier auch ein Innenraum. Ja. Scheint auch ein paar Steaks.
Das war gut, das war schön windig. Wir sind innerhalb von 10 Minuten da. So, ich mache die Schnur nass, damit sie nicht reißt. Und ich glaube, das habe ich gesagt, diese Technik jetzt hier, die ist auf jeden Fall archäologisch nicht nachgewiesen. Ja, also ob das in der Altstadt so gemacht worden ist, großes Fragezeichen. Und die Schlabtechnik, ja, mit dem Makasit, also der Ötzi hat auf jeden Fall einen Schlagstein dabei, also einen Stein, Feuerstein dabei gehabt mit Schmauchspuren irgendwie, ja, der wohl von Makasit da beschlagen wurde. Und der lebte vor ungefähr 5000 Jahren. So, wir haben uns den Stein hingelegt. Diese Technik hier, die hat man dann also von Naturvölkern, die heute noch leben, oder? Ja, ich kann jetzt kein Naturvolk nennen, aber klar, die Archäologen arbeiten viel mit ethnologischen Vergleichen, ja. Gut, wie gesagt, eventuell quietscht das gleich ganz furchtbar. So, ich glaube, ich muss so rumgehen. Das heißt, wir müssen sich vielleicht dann nochmal hier hinter mir ein bisschen wegbewegen und sowas sehen wollen. So, es muss ein bisschen Spannung drauf sein. Ich muss natürlich auch hier ordentlich Druck ausüben von oben. Ansonsten springt das hier auch schnell weg. Ob es ausreicht. Nee. Reicht nicht aus. Aber das stinkt schon. Das ist schon mal gut. Ist auch schön warm, aber das kann mich nicht zufriedenstellen. Tja. Das ist aber doof. Aber noch mal nass machen, bevor sie reißt. Genau. Sonst muss ich vielleicht nachher. Oh. Na gut. Vielleicht versuche ich da auch eine andere Öffnung. Na gut, ich versuche es hier nochmal. Da habe ich ein bisschen. Oh je, bin ein bisschen aus der Puste. Ich bin damit auch nicht groß geworden. Ja. Ich glaube, der Prähistoriker, der altsteinzeitliche Mensch, wird sich jetzt hier totlachen. Hat ja auch mehr Zeit gehabt. Und daher, ja, super, super. Ja. So, das reicht erstmal. So, im Prinzip ist es so, wirklich dank Zunder geht das dann auch so schnell nicht mehr aus. Kann ich durchpusten. Also ich habe schon ein paar Menschen kennengelernt, die wirklich imstande sind, diese ganzen Techniken zu beherrschen. Also ich habe mich natürlich so weit da reingeschafft, weil ich irgendwie dachte, wenn ich das studiere,
das Thema Altsteinzeit, dann sollte man wenigstens mal ein paar Steine zerschlagen haben und irgendwie mal ein bisschen gelernt haben oder sowas gemacht haben, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich jetzt hier drüber eine wissenschaftliche Arbeit schreiben könnte, weil das ist eigentlich schon verhältnismäßig peinlich zu den echten Cracks, die sowas machen. Aber zum Vorführen reicht's. Sie sehen, es hat geklappt. Ja. Die Theorie ist gegeben und jetzt muss ich natürlich noch den letzten Beweis erbringen, dass man daraus auch Flammen erzeugen kann. Ja, aber wir machen jetzt hier kein Lagerfeuer oder sowas. Oder dass die Idee schon vorher mal existierte, vielleicht sowas zu machen. Ist immer schön, wenn man irgendwo ein Feuer in der Nähe hat. Ich glaube, da muss ich mehr nehmen. Das wird doch hier nicht ausgehen. Auch mal pusten. Ah, das ist ja eine tolle Idee. Vielleicht komme ich nachher drauf zurück, wenn ich ja kläglich versage. Vielleicht versage ich ja gleich kläglich. Ja, vielleicht werde ich nachher gefeiert. Oder ausgebucht. So. Die kommt auch. Das reicht noch nicht aus. Doch, das ist an der Vorklemmt. Jetzt sind Haare abgeflammt. Nein. Ah, das gehört dazu. Hat man uns gebracht. Ja. Lassen wir doch mal abbrennen. Ja, ich mache es nur gleich vernünftig aus, damit ich nachher keinen Ärger bekomme.